So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und ich habe wieder die hässliche Jacke an. Das kann nur ein was bedeuten. Es ist Montag, es ist Sabtag, beziehungsweise gibt es den Sabtag ja nicht mehr, aber trotzdem hatte ich noch ein Ziel, was ich erreichen wollte. Selbst bei 50 Grad im Schatten, Sabjacke an zum Sabtag, ehemaligen Sabtag laufen, denn wir haben noch einen Sab auf der Karte, was wir noch nicht getestet haben, was wir unbedingt noch brauchen. Mein persönliches Highlight, das seht ihr hier. Das ist das Backfisch-Sub. Alle haben wir getestet. Salami, Schinken, Thunfisch, Veggie, Truthahn. Dann kamen die warmen Döner, Schnitzel, Hähnchen beim letzten Mal. Backfisch-Sub steht noch aus. Und der Bino hat mir auch ein richtig gutes Angebot gemacht. Weil dieser Sub-Tag, großes Sub zum kleinen Preis, gibt es ja nicht mehr. Ihr hättet also jetzt 7 Euro bezahlt für das große, 4,50 für das kleine. Aber durch das super Angebot, weil ich mich bis jetzt gehalten habe, jede Woche mir einen Sub geholt habe, bis zum Backfisch durchgekämpft habe, kriege ich es trotzdem noch zum Angebotspreis für 4,50. Finde ich auf jeden Fall richtig cool, hätte auch nicht machen müssen. Hat er mir so zugesagt, Dankeschön auf jeden Fall an der Stelle. Und es gibt noch so viel auf der Karte zum Entdecken. Double Mafia Burger ist, glaube ich, das, was ich mir irgendwann als nächstes hole. Jetzt aber erstmal das Backfisch, Sub und gucken wirklich, ist da Remoulade drauf, Knoblauchsoße, irgendwas, ist da noch Salat mit drauf? Was ist das überhaupt für ein Fisch? Ich bin gespannt. Wir suchen uns jetzt gleich einen Platz irgendwo im, wahrscheinlich gehen wir wieder hier Hefemarkt an die Tische, ne? Und schauen mal, wie das schmeckt, ob das wirklich so ist, wie ich es mir vorstelle. So, wir haben uns jetzt wieder eingesessen an unserem Stammplatz, ne, in unserer Stammkneipe hier. Spaß, keine Kneipe, aber trotzdem, wir haben jetzt das Objekt der Begierde. Nicht nur ein, sondern zwei. Und wir haben sogar beide zum Vorteilspreis bekommen. Aber ja gut, der Bino wusste ja, dass wir eigentlich immer zu zweit kommen, weil Sonntag ist ja immer Muttertag, ja, das Muttertier kommt. Und das Muttertier geht erst am Montagabend, deswegen müssen wir immer zusammen essen. Aber das heißt ja nicht nur, weil wir jetzt das Backfisch haben, dass wir da nie wieder hingehen. Wir werden auch weiterhin uns durch die Karte essen und Sachen probieren und testen und machen. Und einen hole ich mir jetzt, den ersten hier oben drüber. Den packe ich jetzt hier rein. Und dann habe ich auch noch eine dicke, fette Ankündigung am Ende. Aber erstmal machen wir das auf. Ich bin so gespannt. Ist das jetzt wirklich so richtig schön im Bier? Teig, Bier, Mandel, irgendwas, wie so ein Backfisch von irgendeinem Fest oder von irgendeiner, keine Ahnung. Oder ist es einfach nur ein Seelachsfilet, wie es normal dort gibt? Seelachsfilet mit Pommes, mit Kartoffelsalat, irgendwas? Sind es Fischstäbchen? Es gibt so viele Variationen. Fakt ist, obwohl, nee, nix Fakt, ich meine, am Ende des Tages, es muss einfach schmecken. Das ist kein Seelachsfilet, das ist was Krasseres, das sehe ich jetzt schon. Und wir haben auch wieder Käse mit drauf. Jetzt müssen wir das nur irgendwie hier aufmachen. Ja, ich mach's noch mal zu. Ich mach's auf, wenn ihr guckt. Ne? Das ungefähr so. Das ist das Objekt der Begierde. Darauf haben wir jetzt gewartet. 7 Wochen lang, 7 oder 8 Wochen lang. Ich weiß gar nicht, so viel Saps, wie es halt gab. Ihr macht das hier auf. Ihr seht schon, da ist Käse drin. Da sind auch wieder die Gürkchen drin. Da sind die Tomaten. Da ist... Ja, sowas wie Remoulade könnte man denken, aber sehr spärlich. Hier ist ein bisschen da was drauf. Aber so wie das aussieht hier, so wie das glänzt, scheint da irgendwie so Sweet Onion Soße drauf zu sein, glaube ich. Könnte das mal anheben. Da drunter ist noch mal ein bisschen was Weißes, da ist Salat. Das ist auf jeden Fall, sieht gut aus, aber ich hätte mir jetzt natürlich wirklich schön so eine Knoblauchcreme gewünscht für den Fisch. Richtig schön, so wie beim Backfisch, wenn ihr irgendwo Sula Weihnachtsmarkt, Backfisch, zack, und dann kriegt ihr immer da Remoulade drauf. Das schmeckt hier sehr süß. Ich glaube, das ist dieselbe Soße, die sie auch bei den, bei dem Veggie, bei dem Truthahn und so drauf haben. Egal, wir gucken mal. Die Kombination muss passen. Beißen jetzt hier einmal rein, wenn wir das hier abkriegen. So. Zwiebelchen. Also der Fisch ist auf jeden Fall Bombe. Das Muttertier hat ja auch schon mal die das normale Seelachsfilet gehabt so. Das sah auf jeden Fall anders aus. Also das scheint richtig
wie Backfische zu sein. Ich weiß nicht genau woher, was, wie, wo, aber hat auf jeden Fall eine andere Form, ist ein bisschen dicker. Es sieht aus, als hätte das mehr Kruste, also einen richtig schönen Mandel. Ist alles warm, ist alles frisch, ist alles fischig, aber mir fehlt trotzdem irgendwie die weiße Soße oder die Remoulade. Ihr könnt natürlich euch das einfach kaufen, mit nach Hause nehmen, zu Hause essen und zu Hause selber einfach nochmal andere Soße draufpacken, die ihr möchtet. Aber vielleicht haben die ja sogar solche. Und wenn ihr nachfragt bei der Bestellung, ob sie da Knoblauchsoße oder irgendwas drauf machen können, glaube ich nicht, dass das jetzt wirklich ein Problem wäre. Sind ja immer für irgendwelche Verbesserungen oder Kundenwünsche offen, denke ich mal. Vielleicht werden sie da auch noch ein bisschen rumexperimentieren. Ich weiß nicht, wer schon alles so eins gegessen hat. Ich finde so eine schöne so Aioli-Creme da drauf zu diesem Fisch wäre einfach das Beste, am besten passende. Ich werde ihn jetzt gleich hier noch ganz naschen, beziehungsweise ich beiß noch mal kurz rein und dann habe ich noch was für euch. Alles voll gesaugt. Jetzt finde ich keine Servietten mehr, verdammt. Ich weiß, ich sehe keine. Eine Ankündigung noch zum Ende. Jeden Montag gab es jetzt die Sub-Jacke. Jeden Monat rausgegangen, jeden Monat einen Sub geholt. Das war das letzte Sub auf der Karte. Was nicht heißt, dass ich nie wieder Sub esse. Aber wir keine mehr für euch testen brauchen, weil wir jetzt alle getestet haben. Und da es keine Subs mehr gibt, kann ich auch endlich die Sub-Jacke ausziehen. Endlich nicht mehr mit der dicken, fetten Jacke bei 1000 Grad im Schatten hier rumhängen, sondern einfach nackt. Nackt sitzen gegen die Sonne, Käppi auf, wie so ein richtiger Proll. Und so sieht es jetzt aus, ne? Die nächsten Gerichte auf jeden Fall sommerlich. Werden wir wieder Montag rausgehen, gucken hin und her. Da gibt es noch so vieles. Schnitzelburger. Schnitzelburger steht zum Beispiel gar nicht auf der Karte, steht aber immer an einem Schild, was draußen steht. Wäre auch interessant, werden wir auch mitnehmen. Aber als nächstes gibt es, glaube ich, dann erstmal den Double Mafia Burger, denn ich habe so lange gewartet auf das. Also ich jetzt bei den Burgern mit dem anfange, was ich am interessantesten finde. Das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das muss man abschließend noch sagen. Ich finde, den Fisch finde ich auf jeden Fall richtig genial. Wie gesagt, den Fisch finde ich genial. Der Fisch, der passt da richtig gut drauf. Ist ein besserer Fisch, als ich dachte. Aber mir fehlt ein bisschen diese Knoblauchsoße da oder dieses Aioli. Das wäre das i-Tüpfelchen. Trotzdem isst man es, trotzdem schmeckt es auf jeden Fall und es ist auf jeden Fall gut belegt und saftig. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.